Meier! Meinen ersten Fußball bekam ich, als ich 4 war. Ich war jeden Tag Bolzen, ohne Ausnahme. Als 8-Jähriger durfte ich schon mit der E-Jugend trainieren. Und als sie merkten, dass ich auch da der Beste war, schickten sie mich zu einem Probetraining zum PTSV. Ich trainierte wie verrückt, denn von da an hatte ich nur ein Ziel. Ich wollte Profi werden. Schule keine Lust. Mittlere Reife noch gerade so bestanden, wie so auch mehr. Ich hätte es schaffen können. Ich war gut. Richtig gut. Ein Tag hat alles verändert. Ich war völlig normal. Ein aufgeschlossenes, lebhaftes Mädchen. Die meiste Zeit verbrachte ich mit meinen Freundinnen. Wir quatschten, lachten. Wir hatten eine echt gute Zeit. Und in der Schule lief auch alles optimal. Ich war fleißig, eine der besten der Klasse. Ich stand kurz vor dem Abitur und träumte von einem Medizin- oder Biostudium. Auf jeden Fall wollte ich Karriere machen. Ein Tag hat alles verändert. Natürlich wusste ich, dass von uns Nachwuchsspielern regelmäßig Blutproben genommen werden. Doch an diesem Abend machte ich eben einen Fehler. Ich war in der Disco, spielfreies Wochenende, hatte viel getrunken. Wir gingen noch in die WG von einem Freund. Die Leute waren cool drauf, die Stimmung entspannt. Da habe ich gezögert. Aber was sollte schon passieren? Einmal ist keinmal. Natürlich wusste ich, dass es riskant ist. Doch an diesem Abend machte ich eben einen Fehler. Ich war betrunken, lernte diesen süßen Kerl kennen und ließ mich überreden, noch mit zu ihm in seine WG zu gehen. Bei dem Käferhaufen im Wohnzimmer hielten wir uns nicht lange auf. Klar habe ich gezögert, ohne Verhütung mit einem Jungen zu schlafen. Aber die Wahrscheinlichkeit war nun mal so gering. Was sollte schon passieren? Herr Meier, wir haben THC in Ihrer Urinprobe gefunden. 2 Wochen später war mein Traum geplatzt. Drogen durfte man als Leistungssportler natürlich nicht im Blut haben. Ich flog raus. Na Meier, schade, dass du weg bist. Aber kannst ja erstmal einen durchziehen. Das reichte. Ihm für ein Schädel-Hirntrauma, mir für die letzten 6 Monate im Jugendknast. Junge Frau, Sie sind schwanger. Abtreiben stellte für mich keine Alternative dar. Ich behielt das Kind, doch der Situation war ich nicht gewachsen. Ich schmiss mein Abi. Kurz nach der Geburt wurde ich depressiv in eine Klinik gebracht. Dort verbrachte ich die letzten Monate getrennt von meinem Kind. So ein Kind beneiden Sie wohl einige. Komisch, aber irgendwie war das meine Rückkehr ins Leben. Da mal hier.